Aber okay, das ist ziemlich interessant und cool. Wir sollten uns vielleicht nur von den Lichtern fernhalten. Aber ich werde das jetzt nochmal machen. Das ist nämlich eine ziemlich coole Idee. Wir fliegen wieder zu dem Samen und dann schieße ich da wieder meinen Pew rein. Aber das ist schon interessant. Ich glaube, das ist nicht nur ein Portal oder so, weil es heißt, weil der das Signal zweimal gefunden hat und hat mir einen Fehler angezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nicht nur ein Portal ist, sondern eher so eine Art Kopie, Multidimensionsdingens. Weil wenn das einfach nur ein Portal wäre, würde mir das Signal ja nur von Schwarzdorn aus anzeigen. Aber das macht er ja eben nicht. Er zeigt mir hier ein Signal und auf Schwarzdorn. Die beiden Orte existieren unabhängig voneinander gleichzeitig. Also zwei verschiedene Orte, die aber der gleiche Raum sind, aber trotzdem unabhängig voneinander. Das ist cool, denke ich. Okay. Das war doch mal eine Landung jetzt. Da kann man nichts sagen. Ach so, das hängt an meinem Anzug. Wenn ich meinen Anzug nicht anziehe, habe ich keine Sonde. Habe ich keinen Scoutwerfer. Jetzt muss ich nur überprüfen, dass der auch wirklich in der Nähe landet, wo wir hinwollen. Und dann versuche ich, dass ich diese großen Fische vermeide. Diese Anglerfische. Oh, warte mal. Ist das ein Anglerfisch selbst? Der sieht, wenn dann, tot aus, oder? Aber gut, das Ding ist perfekt gelandet. Da müssen wir hin. Genau, jetzt habe ich nämlich zwei Scouts. Okay. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon cool. Ist die Sonde nicht immer noch da drin? Ja, genau, das ist Sinn der Sache, dass die Sonde drin ist. Weil die mir jetzt auch quasi anzeigt, wo ich hin muss. Der Scout wird mir nämlich auch hier jetzt angezeigt. Das ist ja gerade das. Wenn ich jetzt da reinfliege, zeigt mir, was ist denn das da? Ach so, das ist der Komet, der Eindringling. Wenn ich jetzt da reinfliege, zeigt mir der Scout im Grunde an, wo ich hin will. Dieses Zentrum, zu dem ich eigentlich gern möchte. Und ich muss nur die Lichter vermeiden, damit ich nicht zu nahe an die Fische komme. Dann funktioniert es vielleicht, dass wir uns bis zu dem Zentrum vorschummeln können. Und falls wir so einen Fisch anziehen, habe ich vor, sofort aus dem Schiff zu flüchten und vielleicht mit dem Jetpack weiterzugehen, während der mein Schiff ist. Wer weiß. Okay, hier sind auf jeden Fall viele Lichter. Die sehr nah wirken. Und was ist das rote Licht, frage ich mich. Das rote Licht. Das ein Licht genau da, wo ich hin will. Ich hoffe nur, der lebt nicht noch oder so. Okay, ich glaube, wir haben es schon geschafft. Moment mal, der Scout ist angeblich noch. Ich glaube fast, da sind irgendwie mehrere. Okay, die Lichter sind. Verschiedene Knotenpunkte. Das ist alles viel komplexer, als ich dachte. Jetzt habe ich hier drei Scout-Signale, weil das einfach alles miteinander verbunden ist. Oh, shit, jetzt verstehe ich. Ich dachte, ich kann da jetzt einfach hinfliegen, aber ich habe keine Ahnung. Das ist ein Riesenlabyrinth. Das ist alles viel komplexer, als ich dachte. Und hier ist jetzt der nächste Knoten, in den ich auf gut Glück einfach reinfliege, ohne eine Ahnung zu haben. Oh, das ist aber ziemlich interessant. Ah.
komm. Okay. Oh, ich glaube, wir sind da. Das ist der Punkt, den ich gesehen habe. Das ist der Knoten von allem. Da ist auch unser Scout. Kann ich jetzt irgendwas machen? Da ist jemand. Ich habe meinen Anzug an, oder? Ja, ich habe meinen Anzug. Da ist jemand am Lagerfeuer. Feldspat. Wow. Wie kommst du denn hierher? Hier ist niemand vorbeigekommen seit... Naja, noch nie. Das macht dich zum Kamina Nummer 1 auf Schwarzdorn. Also Nummer 2 nach mir natürlich. Gut gemacht. Na sowas. Du bist das ja. Was, kennen wir uns? Wie hast du es denn zum Astronauten gebracht? Und du hast dich noch nicht selbst in die Luft gejagt? Nicht schlecht. Feldspat, du lebst? Du warst nie der hellste. Du warst nie das hellste Küken, oder? Ja, das stimmt. Ich bin am Leben. Ich habe hier mein Lager aufgeschlagen, nachdem mein Schiff, naja, abgestürzt ist. Und zwar ziemlich heftig. Du bist abgestürzt, aber du bist doch das Idol aller Kamina-Piloten. Ja, okay, sagen wir das. Ich habe schon eine Weile lang keine Unterhaltung mehr mit jemandem geführt. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass das kein Sarkasmus war. Das ist meine Geschichte. Ich war gerade damit fertig, den Kern der Untiefen der Riesen zu erforschen und wollte mich am Schwarzdorn versuchen, nachdem das noch nie jemand getan hat. Und war übrigens recht einfach, Schwarzdorn zu erforschen, wenn man einmal einer dieser riesigen interdimensionalen Ranken voller Dornen ausgewichen ist, schafft man das auch ein zweites Mal und so weiter. Aber nach einer Weile treffe ich auf diesen riesigen Anglerfisch. Du hast sie gesehen? Riesige, knorrige Dinger. Aha. Und das war der größte, den ich je gesehen habe. Und ich habe mit ein paar Manövern versucht, ihn abzuschütteln. Nichts so abgefahren ist. Ich fliege so gerade mit Höchstgeschwindigkeit, als der Fisch mich erwischt und eine Ranke schleudert und, naja. Wie ich schon sagte, ich stürzte ab. Kabum. Beim Einschlag fängt mein Schiff an, Geräusche zu machen. Als würde es von innen her zerbrechen. Und ich denke mir, naja, das kann nicht gut sein. Und tatsächlich schaffe ich es gerade noch daraus, bevor die elektrischen Systeme anfangen, wie verrückt Funken zu sprühen. Es heißt also entweder schnell sein oder auf unangenehme Weise sterben. Also muss ich mich von meinem Arm... Ich kann irgendwie nicht mehr lesen. Ich muss mich kurz konzentrieren. Es heißt also entweder schnell sein oder auf unangenehme Weise sterben. Also musste ich mich von meinem armen, abgerauchten Schiff trennen. Ich habe mein Lager zuerst in der Nähe meines Absturzortes aufgestellt. Später habe ich das Skelett gefunden. Ein toller Fund. Ah, und ich dachte, das Skelett wäre der, der ihn fressen wollte. Aber scheinbar nicht. Es wäre dämlich gewesen, es nicht zu nutzen. Also habe ich mein Zeug hierher gebracht und meinen Notfallbaumsamen gepflanzt. Seitdem bin ich hier. Wow. Ja, so ziemlich. Wie dem auch sei, so ist das passiert, Küken. Die Geschichte ist vorbei, aber du kannst gerne eine Weile bleiben und das Feuer genießen. Oder auch nicht. Das Feuer wird nicht weggehen. Wolltest du noch irgendwas? Ich habe was gefunden. Dann schieß los. Ich habe auf Holzkamin einen Schwarzdornsamen gefunden. Das bedeutet nichts Gutes, Küken. Wenn du bloß in die Richtung von Schwarzdorn schaust, wird Kert dir erzählen,
dass es da noch einen fünften Planeten gab, wo der Dorn jetzt ist. Ah, der wurde schon von so einem Parasit im Grunde zerfressen. Schwarzdorn war früher ein normaler Planet quasi. Und jetzt ist er es nicht mehr. Hey, Cookie, hallo. Diese Höllenpflanze ist im Zentrum aufgetaucht und wuchs immer weiter und weiter, bis der Planet zersplitterte und ein Teil im Weltall verteilt wurde. Ist eine Teile. Wenn wir diesen Samen nicht ganz schnell von dort wegbringen, wird Holzkamin dasselbe Schicksal ereilen, fürchte ich. Und ich sag dir noch was. Wir Kaminer haben schon genug ausgestanden, als dass wir uns so einfach von einem wertlosen Samen erledigen lassen würden. Nickerchen machen. Unidentifiziertes Signal in der Nähe. Okay, ich hole jetzt mal meinen Scout zurück. Fehler, doppeltes Signal? Ich habe nur ein Scout zurückgeholt. Gibt's jetzt wirklich mehrere Scouts, die ich erschaffen habe, dadurch, dass ich hier einen reingeschossen habe? Oder wie? Das ist alles ziemlich crazy hier. Aber wartet, eigentlich wollte ich jetzt mal unsere... Genau. Ah. Das kommt von hier, das unbekannte Signal. Was ist denn, wenn ich hier mal einen Scout reinschieße? Ich höre aus dem Loch ihn Mundharmonika spielen. Das ist so verspult hier. Bin gespannt, ob die jetzt wieder zurückkommt. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass die jetzt gleich wieder hier landet. Yep, genau. Da ist sie gerade vorbeigeflogen. Da bin ich. Es ist irgendwie echt cool, weil es so crazy ist. Ja, apropos, wartet mal. Guck mal, da sind wir. So sehen wir also aus. Finde ich cooler Space Cowboy. Na gut. Okay. Sag mal, generieren eigentlich die Bäume zufällig Schwerkraft? Oder sind es vielleicht diese Kristalle hier? Sind das Schwerkraftkristalle? Das könnte schon sein. Aber ist das wirklich das unidentifizierte Signal oder haben wir da noch was anderes für? Ja, identifiziert. Feldspat. Und jetzt ist das da auch Feldspat. Jetzt haben wir kein unidentifiziertes Signal mehr in der Nähe. Jetzt haben wir Feldspat in der Nähe. Na wunderbar. Und was jetzt? Jetzt sitzen wir hier drin fest, bis die Welt untergeht eventuell. Also gut, der Samen ist eine Bedrohung, der scheinbar sogar diese alte, viel höher technologisch entwickelte Spezies bedroht hat, ne? Das wirkt zumindest so. Aber was machen wir jetzt? Sitzen wir hier irgendwie fest, oder? Steht da ein Licht hinten, aber das könnte auch so ein Anglerfisch sein. Nein. Das ist das Schiff von Feldspat. Der ist durch so eine Ranke durch. Damit können wir in so eine Ranke oder so. Soll ich mir das Schiff mal anschauen, ob wir das reparieren können? Oder fliegen wir lieber mal durch die Ranke? Na, das könnte eng werden. Interessant, interessant. Hi, Felix. Ah, hi, Landsquidbirder, das ist da. Was habe ich bis jetzt schon gespielt? Ich habe Animal Crossing gespielt ein bisschen. Und dann haben wir die Resident Evil 3 Demo gespielt. Und jetzt sind wir hier bei Outer Wilds. Einen echt ziemlich coolen Science-Fiction-Rätselspiel. Mit vielen Schichten. Bis jetzt. Sante. Ich glaube, reparieren kann ich hier irgendwie nichts, oder? Dann schauen wir mal, ob ich hier vielleicht langfliegen kann. Mit dem Raumschiff sind wir nicht durchgekommen. Und vielleicht kann ich hier mit unserem Anzug langfliegen.
In so einer Ranke sind wir zumindest vor den großen Fischen sicher. Ach so, ich verstehe. Entschuldigung, Felix. Ich dachte, du warst vielleicht kurz weg oder so. Man weiß es ja manchmal nicht. Oh, jetzt warp ich wieder irgendwo hin, oder? Ich glaube, hier ist Schwerkraft. Wo auch immer ich jetzt bin, ich glaube, hier ist Schwerkraft. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Und ich glaube, wir haben ein Problem. Wir sind, glaube ich, auf diesem Eiskometen. Möglich, dass vielleicht dieser Samen sogar über den Eiskometen hierher gekommen ist. Und hier ist so eine Qualle. Die kennen wir doch von... Hey, ich glaube schon langsam, diese Samen verbinden irgendwie alles miteinander. Wahrscheinlich ist alles durchzogen. Das ist irgendwie ziemlich verrückt hier. Schauen wir mal, was wir hier für eine Aufzeichnung haben. Tour 4, Eintrag. Ich sag mal, nicht 1, Abstürze 3. Langweilige Abstürze 0, persönliche Bestleistung. Oh wow, hätte nicht gedacht, dass ich eins von diesen Viechern außerhalb der Untiefen der Riesen sehen würde. Ja genau, da drin waren sie ziemlich nützlich. Warum denn nützlich? Vielleicht könnte eine Qualle hier auch nützlich sein. Das Ding schmeckt scheußlich. Außen ist sie wie Gummi überzogen und ziemlich zäh. Vielleicht ist das eine Isolierung. Damit sie im Inneren der Qualle nicht von den... damit die Innereien der Qualle nicht von den Stromschlägen frittiert werden. Gut, ich begebe mich ins Innere der Quallenhöhle. Okay, what? Interessant. Um herauszufinden, ob das Zeug da drin besser schmeckt. Ach so, warte mal. Wie groß sind denn diese Quallen? Das hätte ich gar nicht so eingeschätzt. Aber sollte man da wirklich reingehen? Wir kriegen keinen elektrischen Schaden, aber irgendwie... Okay, eine Nachricht. Notiz an Feldspat. Nicht essen, auch wenn du verhungerst. Es wäre sehr traurig, wenn das Letzte wäre, was du in deinem Leben zu dir nimmst. Ich schätze, die Quallen sind nur für die Isolierung von der Elektrizität zu gebrauchen. Nochmal, nicht essen. Mit herzlichen Grüßen, Feldspat. Okay, man sollte die Quallen also nicht essen. Und was machen wir jetzt hier? Was machen wir jetzt überhaupt? Irgendwie ist unser Schiff jetzt auf einem ganz anderen Planeten. Das macht mir Sorge. Ich würde fast gern, aber... vielleicht sind wir dann tot. Und ich könnte hier was Cooles auf... Aber ich würde fast gern da runterspringen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass... man weiß es ja nicht, ne? Warum schweben denn hier irgendwelche Eissplitter durch die Luft? Und... aber da unten, das sieht fast so aus, als wäre dann... Ich springe runter. Ich mache es. Ich falle eh nur langsam. Wir sind hier auf Schwarzdorn. Ach so. Dann habe ich das ganz falsch eingeschätzt. Ich will zu dem roten Punkt. Ich will wissen, was der rote Punkt ist. Wir sind zwar jetzt echt... langsam. Wir haben kaum noch Sauerstoff. Das wird nicht gut ausgehen. Aber ich will wissen, was der rote Punkt ist. Das sieht wichtig aus. Das ist wieder ein eigener Knotenpunkt. Ach, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Naja, so kann's gehen. Ja, trotzdem interessant. Scheint der richtige Kern zu sein. Könnte sein eben, dass wir dahin müssen.
Aber der ist scheinbar gut bewacht. Da kommen wir auch mit unserem Schiff nicht durch. Ich hätte schon gehofft, dass die uns vielleicht ignorieren, wenn wir nicht in unserem Schiff sitzen, aber scheinbar nicht. Also scheinbar schon. Also die fressen uns trotzdem, will ich damit sagen. Ja. Wer Landsquid, dann nicht Kannibale. Wenn ich die Quallen esse, Quallen sind doch was anderes wie Landsquids. Ich weiß gar nicht, sind Quallen auch Weichtiere? Zählen die als Weichtiere? Ich meine, sie sind weiche Tiere, aber das muss nichts heißen. Quallen sind nicht mit Tintenfischen verwandt, schreibt Metatron. Also zumindest nicht nahe, auf jeden Fall. Aber die könnten beide so Mollusk-Schnecken-Weichtiere sein. Das könnte schon sein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht entfernte Verwandte. Ich meine, gut, entfernt sind wir alle verwandt. Also, auch wir und die Quallen. Kommt immer drauf an, wie entfernt. So, ich will jetzt mal dahin. Da ist nämlich noch eine Rettungskapsel dieser alten Spezies, dieser alten Rasse. Zu denen sollten wir jetzt mal, diese Alien-Rasse, die hier unterwegs war. Vielleicht finden wir das zweite Kapsel. Ich dachte, das wäre eine Krake. Ach so, nee, das sind so Space-Quallen. Aber gut, wer weiß, mit was Space-Quallen verwandt sind. Die sind wahrscheinlich wieder ganz was anderes wie unsere Quallen. Was ist denn das da? Von wegen Geschwindigkeit angepasst, was machst du denn? Der Autopilot, ey. Aber okay, wir sind gelandet. Dann können wir uns das Ding mal aus der Nähe anschauen. Oh ja, warte mal, da ist was kaputt. Sollte ich mal reparieren vielleicht. Ein bisschen. Aber das ist schon sehr stabil, das Schiff, muss man schon sagen. Das. Sonne geht gerade unter hier auf dem Planeten. Ach komm, Sonde, flieg doch mal ein bisschen hier. Naja, hier gäbe es wieder Schrift zu entziffern. Ich müsste irgendwie da nach unten kommen. Ah, ich wusste gar nicht, dass ich die Kamera auch drehen kann. Das ist ja super. Vielleicht finden wir sogar einen Eingang. Ah, Treppen nach unten gibt es hier auf jeden Fall anscheinend. Also sollte man meinen, dass es auch irgendwo einen Eingang gibt. What? Ah, jetzt beginnt hier, dass das... der Sand oder so abfließt. Wird hier auch dann irgendwie der Kern von dem Planeten aufgefüllt oder sowas? Ja, irgendwie ist der hohl. Ja, keine Ahnung. Aber interessant ist das. Schau ich mal da lang. Gefahr, Geistermaterie. Oh oh. Wie konnte ich das gleich nochmal... Irgendwie konnte ich das visualisieren, aber ich glaube eh, dass die Steine mir das anzeigen. Das ist keine gute Idee, da reinzugehen. Die sonnenlose Stadt, 120 Meter. Aber wir kommen nicht an der Geistermaterie vorbei, ne? Das ist schlecht. Unbekanntes Signal, 120 Meter von hier. Irgendwo da unten? Okay, Treppen. Das ist zumindest ein Anzeichen von Zivilisation. Das ist doch schon mal interessant. Denke ich. Vielleicht. Schauen wir mal, wo es hinführt. Oh oh, ich habe es kaputt gemacht. Die Steine umgeworfen. Na super, das bringt Unglück. Ah, was haben wir denn hier? Von Rami, von dem haben wir schon öfter gehört. Beachte, diese Tür muss für einige Zeit geschlossen bleiben. Pai und ich führten ein Experiment durch,
das auf den außergewöhnlichen Befund der Weißlochstation basiert. Neuigkeiten. Das Hochenergielabor wird nun für die Entwicklung des Projekts Zwillings... für das Projekt Zwillingsachse verwendet. Wenn du hier bist, um zu helfen oder auch nur um zuzusehen, nimm bitte den Pfad über die sonnenlose Stadt zum Labor. Ja, aber ich komme nicht an der Geistermaterie vorbei, glaube ich. Rami und ich werden dieses Experiment weiterführen, bis einer von uns, insbesondere ich, den Irrtum des jeweiligen anderen beweisen kann. Auch wenn es umständlich ist, kann das Labor derzeit nur über den Weg der sonnenlosen Stadt erreicht werden. Ja, das ist ein Problem. Hochenergielabor. Oh oh, was war das? Nein! Ah! Okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sterben, wenn wir da reingehen, oder? Geistermaterie schlecht und so. Ja. Ich glaube, wir wären fast gestorben. Absturzstellenhöhle, 60 Meter. Hm. Könnte man auch mal schauen. Aber geht's da runter oder da? Na, schauen wir mal hier. Sind zumindest noch irgendwelche Laternen an der Wand. Gehen wir mal diesen Pfad hier entlang. Ah, Bäume. Eine kleine Oase. Aha, eine Nachricht. Füll deine Lufttanks auf und kehre schnell zurück. Wohin denn zurück? Ich weiß überhaupt nicht, von was die reden. Aber die Nachricht ist, also nicht, ist auch nicht für mich, insofern. Oh, da kommt wieder der Planet. Guck mal, da wird immer mehr freigelegt. Ich glaube, der wird kleiner und legt irgendwas frei. Vielleicht sollten wir mal zu dem anderen schauen, der da seine Sandmassen hier ablädt. Und der wahrscheinlich immer voller und voller wird. Ha, das ist ein cooler Zwillingsplanet hier. Finde ich gut. Oktopus und Tintenfische sind sehr komplexe Tiere. Die haben ein sehr ausgeprägtes Nervensystem. Die sind sehr klug und wunderschön. Die haben wirklich ein interessantes Nervensystem. Da haben sich mehrere recht komplexe Nervenknoten gebildet auf denen. Die haben mehrere so eine Art Gehirne, wenn man so will. Na gut, also irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Weil wir da nicht durch können durch die Geistermaterie, glaube ich. Und hier ist quasi alles voll mit Geistermaterie. Bewegt sich scheinbar auch nicht wirklich weg. Schade, dann kommen wir da jetzt gerade zumindest irgendwie nicht weiter. Hm. Naja, dann gehen wir zum Schiff und fliegen mal auf den anderen Planeten vielleicht oder so. Der gerade immer leerer und leerer wird. Ah. Die sonnenlose Stadt, weil anders kommen wir da nicht rein. Scheinbar leider. Ich bin gespannt, was der freiliegt. Was ist denn? Das sind ja riesige... Das ist ja unglaublich. Also eine ganze Stadt begraben unter dem Sand da oben. Nicht schlecht. Ah, du gehst Picard schauen. Oh, stimmt. Nein. Die habe ich jetzt nicht geguckt. Verdammt nochmal. Bis dann. Aber keine Spoiler, wenn du wieder da bist. Picard muss ich dann morgen oder übermorgen schauen unbedingt. Oh, hier könnte ich was einsetzen, wenn ich was hätte. Wenn ich eine Tafel hätte. Das ist, glaube ich, die letzte Folge jetzt, oder? Von Picard.
So, wo ist denn dein Zwillingsfreund? Zwillingsachse. Landen wir mal auf Zwillingsachse. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit Erkunden. Hier sind so viele Gebäude, die interessant aussehen. Entweder hier oder, aber vielleicht eher hier. Es ist ja fast wie eine mittelalterliche Burg hier. Meine Güte! Bleibt mal da oben. Kann man da rein? Kommen wir da rein? Ah, da ist ein Loch oben, glaube ich. Könnte funktionieren. Schauen wir mal. Bin gespannt. Ich glaube, da passen wir durch, oder? Nein, da ist kein Loch, da ist Glas. Ach, schade. Oh, oh. Ach so. Nein, passt schon. Wo ist denn der Eingang? Wo ist denn diese lange Brücke? Ja. Ah, schade. Hier geht's auch nicht rein. Aber jetzt folge ich mal den langen Weg hier. Da sollte ich vielleicht auf jeden Fall mal hochgehen. Oh, oh, nein, oh nein. Ah. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, Scheiße, ich wurde gerade von der Sandströmung hier rüber verfrachtet. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist mein Schiff da oben irgendwo. Moment mal, wurde mein Schiff hier vielleicht auch rübergespült? Müsste es fast, oder? Ich glaube, mein Schiff ist darunter in den Kern gefallen. Ach, das ist ja voll blöd, dass da mitten in der Achse... Also, ich meine, okay. Sand. Also, mein Schiff ist irgendwo da unten. Wahrscheinlich jetzt im Sand begraben. Ach, du schaust dir alle 10 Folgen morgen hintereinander an. Du hast die noch gar nicht gestartet. Das ist eine gute Idee. Sind es 9? Ich dachte, es sind 9. Ist egal. Auf jeden Fall. Es ist nicht schlecht. Für mich hat das immer genervt. Ich habe die zwar Folge für Folge geguckt, aber ich gucke Serien mittlerweile nicht mehr gerne. So habe ich gemerkt. Ich will die am Stück sehen. In einer Folge passiert einfach teilweise zu wenig. Das finde ich irgendwie doof. Naja, zumindest ist mein Schiff hier auch angespült worden. Immerhin. Ist natürlich schon auch interessant, dass hier alles schön langsam so ansteigt. Da ergeben sich vielleicht ganz neue Wege und Möglichkeiten. Ob man zum Beispiel hier rüber gehen kann, wenn der Sand hoch genug ist, und wo kommt man hin? Könnte ich da vielleicht mit meinem Schiff reinquetschen uns? Ah, gut gepackt. Oh, oh, nicht so gut gepackt. Nein! Da komme ich wieder hoch, oder? Schaffen wir. Okay, kein Problem. Puh. Ah, Hilfe, was mache ich denn? Okay, warte, mit der Landungskamera geht es vielleicht leichter. Ah, wartet mal. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Ich habe den falschen der beiden Zwillinge angelockt. Deswegen ist meine Steuerung irgendwie immer so ein bisschen komisch. Jetzt verstehe ich das. Jetzt haben wir unsere Geschwindigkeit an den hier angepasst und nicht an den anderen. Das macht es leichter. Oh, oh. Ah! Ich habe nur gesagt leichter, nicht leicht oder möglich. Jetzt kenne ich mich. Ich weiß gerade nicht. Ist egal. Steigen wir aus. Da. Ah, okay. Ich war mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht Portale sind, wie in der Ranke, so ähnlich.
Aber scheinbar nicht. Scheinbar ist das irgendwie auch... Ah, da ist was. Aha, da ist wirklich was. Okay, schauen wir uns das mal an. Alte Alien-Relikte. Die Schwerkraftkanone aktivieren. Das Shuttle nach Hause rufen. Ich rufe mal das Shuttle nach Hause. Oh? Hey. Das ist das Shuttle, das im Eis auf dem Asteroiden gefangen war, oder? Das haben wir doch schon ganz am Anfang gesehen. Mann, ist das crazy hier. Wir sind jetzt hier in einem Shuttle. Oh, mit einem toten Alien. Kann ich das Shuttle jetzt steuern? Wow. Juhu. Pui. Ja, aber wirklich pui. Wo fliegen wir denn hin? Wir fliegen jetzt mit dem Shuttle irgendwo hin. Okay. Ich bin gerade mit einem Alien-Shuttle irgendwo hingeflogen. Das ist wahrscheinlich einer ihrer Raumanzüge. Okay, schauen wir mal. Clary, ich befürchte, die Lage ist äußerst ernst. Pipoke und ich landeten kurz nach dessen Ankunft im Sternsystem auf diesem Kometen. Die Instrumente unseres Shuttles empfingen seltsame Energiesignaturen von irgendwo unter der Erdoberfläche oder der Oberfläche. Pi und Poke entdeckten auf der Sonnenseite des Kometen eine Spalte im Eis und stiegen hinab, um die Quelle des Signals zu untersuchen. Aber Pi und meine Schwester sind jetzt schon sehr lange weg. Sie haben sich nicht mehr gemeldet, seit sie unter der Oberfläche verschwunden sind. Soll ich das Shuttle verlassen und nach ihnen suchen? Ich muss ihre Anweisungen befolgen. Aber was soll ich tun, wenn sie in Schwierigkeiten stecken? Poke, Pi, kommt bitte gesund und heil zurück, meine Freundinnen. Ja, ich befürchte, das sind sie nicht. Aber wir hätten wieder einen Hinweis gefunden. Nur, dass jetzt wir... irgendwo im Nichts mit diesem Shuttle hier rumdriften. Das irgendwie auch nicht mehr funktioniert. Ich hätte gern die Schwerkraftkanone noch aktiviert. Um zu sehen, was dann passiert. Aber irgendwie sind wir jetzt hier wirklich einfach, glaube ich, gestrandet im All. Ich musste ja unbedingt wegfliegen mit dem Ding. Jetzt haben wir den Salat. Das war schnell, das Ding. Ach ja. Das ist jetzt schlecht, ne? Oh! Nee, aber da will ich eigentlich gar nicht hin, glaube ich. Super Raumschiff, danke für deine Hilfe. Danke für nichts. Okay, versuchen wir. Einfach. Ganz einfach. Dass wir wieder zu unserem Schiff kommen. Was ist denn das da eigentlich, was ich jetzt anvisiert habe? Ich bin hier. Scout, Schiff. Aber was habe ich denn da wirklich anvisiert? Das ist seltsam. Das ist irgendwie verschwunden. War das der Phantommond, von dem wir gelesen haben? Der irgendwie nur manchmal existiert? Wer weiß. Warum ist denn unser Schiff eigentlich jetzt hier? Ha, das ist ja auch komisch, oder? Ich glaube nicht, dass wir genug Treibstoff haben, um dahin zu kommen, aber wir versuchen es einfach mal. Worum geht's bei Picard? Das ist quasi eine also was nach Next Generation passiert. Picard ist alt, die Föderation ist korrumpiert.
Und Romulaner haben alles unterwandert und alles ist uncool. Im Grunde, darum geht es im Picard so ziemlich. Ob wir das schaffen? Könnte ein bisschen dauern. Wir sind hier 12 Kilometer von unserem Schiff entfernt. Ich glaube, da falle ich eher in die Sonne, als dass wir unserem Schiff zu unserem Schiff kommen. Treibstoff unter Grenzwert. Okay, unser Schiff kreist jetzt aber einmal um die Sonne. Vielleicht sollte ich versuchen zu bremsen. Weil wir echt in die Sonne fallen. Ich steige so stark auf die Bremse, wie ich kann. Ah, das wird heiß. Naja, haben wir es hinter uns. Okay, wisst ihr was? Ich muss jetzt mal in unser Logbuch schauen, weil ich habe das Gefühl, ich habe 500 verschiedene Missionsstränge jetzt irgendwie aufgemacht. Und ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt als nächstes hin sollen und was wir machen sollen. Aber heute haben wir ziemlich viel erlebt. Das war ein ereignisreicher Tag, bis wir dann in die Sonne gefallen sind. Aber auch das ist ziemlich ereignisreich. Wann fällt man schon mal in die Sonne? Das ist schon auch was Besonderes. Da werden wir uns noch lang dran erinnern. Also irgendwie wird doch dieses Ding immer in eine andere Richtung geschossen. Das gibt's doch nicht. Naja. Achso, gehen wir mal in unser Schiff. Jetzt schaue ich mal in unseren Schiffslog. Oh, ganz gemütlich. Genau. Okay. Wow. Wir haben ganz schön viel entdeckt. War schon lange nicht mehr hier in diesem Logbuch. Okay, cool. Das sind jetzt die Questbäume quasi. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Nördliche Gletscher. Ach, ich kann sogar die Position markieren. Der Nordpol vom bröckelnden Krater ist mit Schnee und Eis bedeckt. Auf der Oberfläche befindet sich eine einzigartig geformte Nomai-Ruine. Die Nomai könnten sich von der Weißlochstation hierher warpen. Hier haben sie erstmals die Warp-Technologie nachgebaut. Die Nomai auf dem bröckligen Krater betrachteten einen Phantommond, der manchmal am Himmel erscheint. Das würde mich wirklich sehr interessieren, dieser Phantommond. Aber soll ich jetzt mich hier auf die Basis stellen und warten, bis der wiederkommt einfach, oder wie? Hi, Boogeyman. Ja, ich bin jetzt momentan noch super fit. Eigentlich überhaupt kein Problem. Aber das kommt schnell und tödlich. Die Weißlochstation. Hier haben wir schon viel gefunden. Jeder Nomai-Warp-Turm ist auf einen bestimmten Himmelskörper ausgerichtet. Um einen Turm zu verwenden, stell dich bla 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 bla. Die Nomai ständen etwas Seltsames fest. Geworbte Gegenstände erschienen kurz vor dem Verlassen der Weißlochstation am Empfänger des Bröckling-Kraters. Genau. Dieser negative Zeitintervall zwischen einem angekommenen und einem abreißenden Objekt war unglaublich kurz. Ungefähr ein Hunderttausendstel Sekunde. Die Nomai waren skeptisch, ob ihre Instrumente die Zeit in solch kleinen präzisen Intervallen... Blabla. Genau, das Labor. Wo war das gleich nochmal? Da könnten wir mal hinschauen, ob wir das finden. Wo der negative Zeitintervall näher erforscht wurde. Weil der hat ja vielleicht auch irgendwas damit zu tun, dass wir in der Zeitschleife festhängen.
Genau, bis morgen um 12, außer wenn ich irgendwann in den frühen Morgenstunden sage, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann machen wir eine längere Pause, ein paar Stunden, dass ich powernappen kann und dann geht's dementsprechend länger. Aber schauen wir mal.